Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für deine Souveränität und Gelassenheit, weil du mit Leichtigkeit durch dein Leben navigieren darfst und durch diese historischen Zeiten, wo das Bewusstsein jeden Tag Sprünge macht und es um das Erwachen der Menschheit, um die Evolution vom menschlichen Bewusstsein geht. Und was ich heute mit dir teilen möchte in dieser Podcast-Folge, ist, dir den Mut zu geben, runterzuladen, dich zu inspirieren, dich zu ermutigen, den Mut zu leben, die Neugier zu dir selber erwachen, zu dem, was du wirklich willst. Wie es auch im Titel schon steht, oder? Und der Anlass für dieses Thema, für diese Podcast-Folge ist, dass mir in vielen Coachings aufgefallen ist, und auch bei mir im Übrigen, gell, dass wir viel zu früh uns zufrieden geben mit irgendwas. Viel zu früh sagen, das passt schon. Ach, das ist schon gut so. Und ja, das reicht so. Diese Formulierungen, oder? Und in den Coachings bohren wir dann natürlich tiefer, weil es geht nicht darum, was schon passt und was schon so jetzt stimmt, sondern es darf zu 1000% dein Herzenswunsch sein, dem du Ausdruck verleihst und den du in dein Leben ziehst, den du lebst, dem du Leben einhauchst und wo du zu der neuen Persönlichkeit wirst, die dieses 1000-prozentige lebt, oder? Das heißt, genau das war der Anlass. Also dieses sich zu früh zufrieden zu geben, sich nicht trauen, fürs eigene Leben zu 100% loszugehen und sich nicht zu trauen, so individuell zu sein, oder? Und klar, es ist einer dieser Sachen in dem historischen Prozess, wo versucht wird seit vielen, vielen Jahren, dass wir möglichst so ein Einheitsbrei werden, die gleiche Mode tragen, die gleiche Sprechweise haben oder irgendwie, dass die Individualität wegerzogen wird. Und das ist schade, weil dich mit deiner Signatur, mit deiner Stimme, mit deinen Ideen, mit deinem Erleben, mit deinen Erfahrungen gibt es nur einmal. Und die ganze Welt wartet auf dich und deine Impulse, deine Ideen, deine Energiefrequenz auf der Welt. Oder? Und genau deshalb habe ich gedacht, diese Woche schauen wir uns genau das an. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, wie viel leichter es uns fällt zu sagen, was wir nicht wollen. Und das häufig dabei stehen geblieben wird, zu sagen, also das will ich nicht und das will ich nicht. Und mit der Podcast-Folge schauen wir uns an, was passieren kann, wenn du dann weitergehst, weil dieses, das und das will ich nicht, ist nur der erste Schritt. Und danach fängt die Musik an, danach kommt das, was du wirklich willst. Also das Ziel dieser Podcast-Folge ist, dich zu ermutigen, für dich in die Vollen zu gehen. Und es einerseits für dich selber natürlich und andererseits ganz altruistisch für die Welt, weil wir brauchen deine Signatur, wir brauchen dein individuelles Lachen, deine individuelle Freude, deine individuelle Zufriedenheit, deine individuelle in sich ruhendheit, wenn es das Wort gibt. Wir brauchen deine energetische Signatur, deine original energetische Signatur. Nicht die runtergedimmte, nicht die auf Halbmast hängende, sondern die, die aus vollen Zügen, aus vollem Herzen vibriert. Und dazu ist mir dann bei der Vorbereitung des Podcasts ein Zitat über den Weg gelaufen, wo ich glaube, dass das wunderbar dich begleiten darf, allenfalls, wenn es dir gefällt. Und was dir die Türen aufmachen kann, dass du viel mehr sein darfst, strahlen darfst, das Leben atmen darfst, als du bisher vielleicht gedacht hast oder dir selber zugestehst.
Und das ist ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, der sagt, das Beste ist gerade gut genug. Ich liebe ja diese einfachen Sätze, dieses einfach sich zu merkende, dieses ganz klare, pure, was eine ganz stringente Aussage hat. Und wieso soll das für dich nicht gelten? Was macht der Satz schon allein mit dir? Das Beste ist gerade gut genug. Da steckt sofort nämlich die Öffnung nach noch mehr. Das, was wir vielleicht heute als das Beste einstufen, kann morgen schon nur noch das Zweitbeste sein und dann ist noch mehr möglich und noch mehr möglich. Und wenn du schon bei mir im Coaching warst, dann weißt du, dass genau das ist, was wir so meistens im zweiten oder dritten Termin anschauen, nämlich dieses, was ist, wenn du dein Ziel, weshalb du ins Coaching gekommen bist, erreicht hast? Was ist dann noch möglich? Und dabei lade ich dich immer ein, ganz fest in diese neue Persönlichkeit zu schlüpfen. Mit allen Sinnen, was man da hört und sieht und fühlt und sich ermöglicht hat, welche Kleidung, welche. Ja, alles. Wir schauen alles an, jede Facette vom Leben und das wirklich zu spüren und zu sein und sich dann zu erlauben, wovon träumt diese für mich jetzt noch neue Persönlichkeit denn dann? Weil die Träume hören nicht auf, oder? Die Träume gehen weiter. Und das steckt alles in diesem wunderbaren Satz von Goethe drin. Das Beste ist gerade gut genug. Weil danach geht's weiter. Und deshalb, wieso solltest du dich mit irgendwie Halbbatzigem zufrieden geben? Und ich mag dich so gerne einladen, die Tür aufzumachen für mehr. In allen Belangen, so dass dein Herz Freudensprünge macht und in den höchsten Tönen vibriert, dass deine Zellen anfangen zu tanzen und dass du wie auf einer Wolke durchs Leben schweben darfst, weil dein Leben leicht sein darf. Oder? Und der erste Schritt ist, erinnere dich. Die Wahrheit ist nämlich, du weißt ganz genau, was du willst. Oder wir sind nur häufig ins Zweifeln, Zaudern, Zögern geraten, weil wir einfach so tiefe Programmierung hingekriegt haben. Und in uns stecken Glaubenssätze und Muster und Programme wie Schuster, bleib bei deinen Leisten, wenn das alle machen würden. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Bei uns macht man das nicht, oder? Oder das tut man nicht. All das sind Sätze, die in den Coachings dann immer wieder kommen. Ja, aber wenn ich das tun würde, also das wäre so völlig was anderes, da bin ich nicht mehr in meinem Range. Das ist Schuster, bleib bei deinen Leisten, was da durchdrückt, was das Muster, das sich da zeigt, oder? Und ganz häufig erlebe ich, dass es wie die Erwartung hat, es ist was ganz Neues oder es ist was, was von außen kommt. Und deshalb ist der allererste Schritt, der dich entspannen darf und der dich zu dir zurückführen darf, dieses sich erinnern, dieses Wissen, die Wahrheit ist, dass du ganz genau weißt, worauf du Lust hast, dass du ganz genau weißt, was dein nächster Schritt wäre, dass du ganz genau weißt, was jetzt dran wäre, dass du ganz genau weißt, was du wirklich willst. Es haben sich nur Muster, Glaubenssätze davor gelegt, weshalb der Blick gerade ein bisschen so versperrt ist. Und eben ganz häufig erlebe ich, dass schon nur der Satz, in Wirklichkeit weißt du ganz genau, warum du auf die Erde gekommen bist, was deine Mission ist, was du für ein Business in die Welt bringen möchtest, wie du dir dein Leben vorstellst, all das, diese Klarheit, die wir im Coaching schaffen, dass du die wirklich längst weißt und es ein Erinnern ist. Und es entspannt sofort, weil die Suche im Außen aufhört, weil dieses Programm, dass das irgendwo im Außen zu finden ist, mit einem Zertifikat oder noch einem Kurs oder sonst irgendwie, das hört auf, weil es ein Erinnern ist. Und der Fokus richtet sich inwards, der Fokus richtet sich ins eigene Herz und alles, das gesamte System darf entspannen.
Also Schritt 1, mag ich dich einladen, erinnere dich, du weißt es in Wirklichkeit sehr genau, was du wirklich willst. Und trau dich, das zu identifizieren, was dich blockt. Trau dich, dich einfach frei zu erinnern. Und das ist Schritt 2. Die besten Ideen kommen nämlich in den unerwarteten, häufig entspannendsten Situationen und Momenten. Zum Beispiel habe ich häufig die besten Ideen und Erinnerungen unter der Dusche, wo ich mit ganz anderem beschäftigt bin, oder die Haare und mich einseife und die Dusche genieße, bei offenem Fenster das Vogelgezwitscher höre. In dem Moment, wo ich eigentlich den Fokus wie auf was anderes habe und so ganz bei mir bin und entspannt und heiter und glücklich, da kommt die Erinnerung. Da kommt oft ein Bild, ein einziger Satz oder eine Idee. Oder also trau dich, in diesen Momenten dir selber zuzuhören. Mitunter höre ich dann nämlich, ja, aber da bin ich so beschäftigt mit Autofahren oder mit Duschen oder in der Badewanne mit was lesen, dass ich das gar nicht wahrnehme. Und deshalb trau dich, in diese Erinnerung zu gehen, dir selber zuzutrauen, dass du sehr wohl weißt, was du wirklich willst und dass dein Unterbewusstsein dir sehr wohl flüstert, was du wirklich willst, was dein nächster Schritt sein kann. Oder auch das darf ganz entspannt sein. Und hör diesen aufkommenden Gedanken und Impulsen zu, schreib sie auf, nimm sie ernst. Erinnere dich, dass alles in dir ist. Alles, was du wissen möchtest, wo du vielleicht Zweifel hast oder Fragen hast, wie geht's weiter, was ist mein nächster Schritt oder wie soll das gehen, ist in dir drin. Oder? Und als dritten Schritt mag ich dich einladen, einfach das wahrzunehmen, wo du dir erzählst, das will ich nicht. Also da weiß ich ganz genau, das möchte ich jedenfalls nicht. Und jetzt bei diesem Gedanken, bei dieser Klarheit nicht stehen zu bleiben, sondern zu sehen, das ist Schritt 1, auf dem Weg zu wissen, was du wirklich willst. Es ist einfach nur die Kehrseite der Medaille. Und jetzt mag ich dich einladen, da wirklich hinzugucken. Wenn du weißt, also ich will mich als Coach selbstständig machen und nicht mit den Leuten arbeiten, dir dann daraus vielleicht sogar eine Liste machen und flip the coin, auf die Kehrseite der Medaille zu gucken. Ja, mit wem will ich denn dann arbeiten? Oder wer sind dann meine Traumkunden? Oder was ist dann mein Ziel? Oder was bedeutet das? Warum weiß ich so genau, das will ich jedenfalls nicht? Welches Merkmal ist es exakt, wo ich mir so klar bin? Und was bedeutet es im Gegenteil dazu? Und da haben wir schon die witzigsten Situationen in Coachings, weil es dann wie Schuppen von den Augen fällt und auf einmal völlig klar ist, was du wirklich willst. Und es allein dadurch, dass du dir traust, hinzugucken, was will ich denn nicht? Und dich für diese Information hinsetzt, einsetzt und die ernst nimmst und einfach dann den nächsten Schritt gehst. Oder? Einfach nur, weil du erkennst, das ist Schritt 1. Und in dem Schritt 1 liegt ja schon die Klarheit drin, dass du dann gucken kannst, wenn ich das nicht will, warum eigentlich nicht und was bedeutet das dann, was ich will? Also trau dich. Und im vierten Schritt mag ich noch mit dir teilen, was dich allenfalls zurückhält oder was diese Erinnerung blockieren kann. Und es ist ganz häufig aus dem Innersten vom Gehirn, und unser Gehirn hat ja drei Teile, und der innerste Teil, das ist das Reptiliengehirn aus supergrauen Vorzeiten. Und was dort verankert ist, ist Zugehörigkeit. Weil wenn alles bleibt, wie es schon immer war in deinem Leben, dann gehörst du weiterhin dem Tribe zu, den Freunden und Familie, wo du bisher den Kontakt hattest. Und ganz häufig, wenn wir neue Wege gehen wollen, also uns selbstständig machen wollen, was Neues anfangen wollen,
irgendwie eine neue Persönlichkeit werden wollen oder jedenfalls neue Aspekte ins Leben holen wollen, schlägt dieser innere Teil vom Gehirn sofort Alarm und sagt: Moment, dann gehörst du aber nicht mehr zu diesem Tribe, der das bisher gemacht hat. Wir sehen das ganz häufig im Sport, oder wenn jemand bisher überhaupt nicht Sport getrieben hat und jetzt anfängt, Sport zu machen, ja klar. Da habe ich auf einmal ein neues Hobby, das bedingt, dass ich mich vielleicht anders ernähre, dass ich vielleicht nicht mehr so viel Zeit habe, weil ich mehr laufen gehe, mehr ins Fitnessstudio gehe oder mehr auf den Tennisplatz oder sonst was gehe. Das heißt, ich löse mich aus dem bisherigen Tribe, aus der bisherigen Zugehörigkeit und verwende Aufmerksamkeit und Zeit für was Neues, für was anderes. Und da schlägt unser Gehirn Alarm, weil es das Neue natürlich noch gar nicht kennt und dich da nicht zuverlässig sicher durchsteuern kann. Das heißt, trau dich dahin zu spüren und hinzugucken, was ist dein wirklicher Traum, was willst du wirklich? Und wenn du das Gefühl hast, ich komme da gar nicht ganz dran, kannst du den Umweg gehen über, ja, wenn ich jetzt das wüsste. Wenn ich mir erlaube, mich zu erinnern und dann dafür losgehe, welche Zugehörigkeit würde sich dann lösen? Was würde ich dann anders machen? Und zu welchen Leuten oder Personengruppen würde der Kontakt vielleicht loser werden, weil du nicht mehr so viel Zeit hast oder andere Interessen hast? Also das kann hilfreich sein oder eins, was ganz häufig ist, die Angst vorm Gesehenwerden. In dem Moment, wo wir immer individueller werden, immer mehr das eigene Leben, wo ich für mich einstehe und sage, es muss dir nicht gefallen, aber mir gefällt es und ich gehe dafür los, oder? Kann ganz häufig die Angst vor dem Gesehenwerden, wer bist denn du? Und ach, die Seite kannte ich bisher gar nicht, uns daran hindern, an dem, was ich wirklich will, schon gar nicht dran zu gehen und nicht hinzugucken. Also trau dich, da hinzugucken. Und Gesindel scheut das Licht. Sobald du erkennst, ah, das ist eine Angst vorm Gesehenwerden, kannst du vielleicht erste kleine Schritte in diese Richtung gehen. Erste Berührungen mit dieser neuen Persönlichkeit aufnehmen, die genau weiß, was sie will und die genau dafür losgeht. Da passt auch rein die Angst vor der Individualität. Wenn ich das trage, was alle tragen, wenn ich das mache, was alle machen, dann werde ich nicht gesehen, oder? Ich habe die Zugehörigkeit und eine Nuance davon ist diese Angst vor Individualität. Wer bin ich denn wirklich? Was sind wirklich meine Hobbys? Wo schlägt wirklich mein Herz dafür? Oder es ist alles sehr ähnlich und doch hat es wie unterschiedliche Nuancen, sich rauszulösen aus dem bisherigen Tribe und für sich einzustehen mit dem, was ich wirklich will, was mir Freude macht und wo ich sage, ja, that's me, das bin ich, das macht mich aus, das ist meine Signatur, sind meine Vibes, die ich in die Welt strahle. Und damit einher geht auch häufig die Angst vor Verlust. Was sollen die anderen sagen? Vielleicht wenden die sich ab. Und ja, das haben wir ganz häufig, oder? Ganz häufig, wenn wir was Neues anfangen, bleibt irgendwas bisher Vertrautes auf der Strecke, bleibt weg. Das geht in beide Richtungen so, oder? Das geht uns ja mit anderen, die sich entwickeln, während ich mich vielleicht gar nicht entwickelt habe, auch so. Also das ist ein natürlicher Begleiterscheinung auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Und je mehr du dich auf dich fokussierst, umso mehr fällt vielleicht auch im Außen weg. Also diese Angst vor Verlust kann real sein. Das heißt, du kannst sie auffangen mit und das ist okay. Es macht Raum für Neues. Und es muss nicht für immer sein. Es kann vielleicht sich mal ergeben, dass sich Wege trennen und später wieder zusammenkommen. Auch da braucht es einfach Mut. Mut zu dir selber. Mut, dich für dich zu entscheiden,
statt für die Zugehörigkeit, statt für die Angst vorm Gesehenwerden, statt für die Angst vor der Individualität, Angst vor dem Verlust, die ja auch hypothetisch sind. Das Gehirn liefert einfach diese Angst als mögliche Geschichte, die gar nicht eintreten muss. Und das ist doch cool zu wissen. Also es könnte sein, ja, aber was ist, wenn es denn gar nicht so ist? Was ist, wenn Friends and Family mitgehen, wenn die mich unterstützen, wenn die für dich sind? Also trau dich, das Feld aufzumachen, in die Erinnerung einzutauchen, in eine innere Wahrheit, in eine wirkliche Knowingness, dein Wissen, dass du selbstverständlich weißt, wer du wirklich bist, was du wirklich machen willst, was dir Freude macht, was für dich der nächste Schritt sein kann. Trau dich, dieses Feld aufzumachen und alles für möglich zu halten und dafür loszugehen. Ich mag dich so sehr ermutigen und dir eine große Portion Mut und Freude an dir selber, Lebensfreude für dich und dein Leben, deine eigene Vibration, deine eigene Energiesignatur schicken. Genau so gehen wir durch den historischen Prozess durch. Wir finden uns zunehmend selber. Wir lassen Masken und People-Pleasing und Altes, was längst ausgedient hat, zurück. Also trau dich, dich zu erinnern, was du wirklich willst, weil du bist wunderbar, so wie du bist. Du bist wunderbar, wer du bist, wie du bist, in deiner Individualität. Die Welt wartet auf deine Energiesignatur, dass sie wirklich sprüht und durch die Welt wabert und die Welt bereichert. Wenn ich dir dabei behilflich sein darf, melde dich gerne auf meiner Internetseite fürs Erstgespräch an, wo wir kostenlos schauen, wo du heute stehst, was du erreichen willst, was du wirklich willst. Und dann let's go, dann starten wir das Coaching. Also, ich freue mich auf dich. Danke, dass du für dich losgehst. Danke, dass ich dich inspirieren darf. Und ich freue mich immer über eure Kommentare und Rückmeldungen. Lass es mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Jetzt schicke ich dir eine dicke virtuelle Umarmung. Denk dran, wir sind in einem gigantischen historischen Prozess, den jeder individuell erlebt, erfährt. Und manchmal kommt dieser historische Prozess, diese Welle mit der Welle im individuellen Leben zusammen und es wird riesig. Du bist nicht alleine. Du darfst dich immer melden. Es sind sehr anspruchsvolle Zeiten. Es ist historisch. Und es darf mal alles zusammenkommen und dann tauchen wir vielleicht in dieser gigantischen Welle kurz unter und kommen dann wieder hoch. Also, ich schicke dir eine dicke virtuelle Umarmung nochmal gern und ganz herzliche Grüße, deine Nadja.